Es war einmal ein mächtiger Zauberer. Er lebte in einem großen Turm inmitten eines riesigen Waldes. Die Quelle seiner Zauberkraft war ein magischer Kristall, durch den er die Lebensenergie von anderen zu stehlen versuchte, weil er sich dadurch ewiges Leben erhoffte. Der Kristall veränderte aber den Geist des Zauberers und mit der Zeit wurde er so bösartig, dass ihm selbst der Geruch einer schönen Blume wie ekliger Gestank vorkam. Deswegen konnte er es auch nicht mehr ertragen, den Turm zu verlassen, denn die Düfte des Waldes und die schönen Gesänge der Vögel bissen in seine Nase und ließen seine Ohren schmerzen. Daher schuf er sich ein Geschöpf namens Vemmin, das fürchterlich stank, was der Zauberer als angenehm empfand und das für ihn Menschen einfing, die sich in seinem Wald verirrt hatten. In den umliegenden Dörfern sprach sich bald herum, dass man auf Nimmerwiedersehen verschwand, wenn man den Finsterwald betrat. Dem Zauberer war zu Ohren gekommen, dass es zwei verwaiste Schwestern gab, die ganz besonders feine Sinne hatten. Diese wollte er in seine Gewalt bringen, um so seine kranke Wahrnehmung zu heilen. Schließlich wollte er nicht für immer im Turm bleiben. Dank des Vemmin konnte der Zauberer die Kinder ausfindig machen und in seinen Wald locken. Sie durchschauten aber die Falle und flohen. Dabei wurden sie getrennt und nur eine von ihnen konnte entkommen. Regine, die ältere der beiden, wurde von Frau Demnig, der Direktorin des Mädcheninternats Babelsgrund, aufgenommen. Sie musste sich aber ihren Lebensunterhalt durch tägliches Kochen und Putzen verdienen. Was sie jedoch nicht wusste, war, dass das Geschöpf Vemmin die Suche nach ihr nie aufgegeben hatte. Da Babelsgrund das ganze Jahr über geöffnet hatte, verbrachten einige Schülerinnen auch die Ferien im Internat. Hilde und Karin spielten ein Brettspiel, während Cynthia sich fragte, welche ihrer Ketten sie am meisten liebte. Oh, geil, BRC. Oh nee, das ist langweilig. Lass uns mal lesen. Neben Lesen und Spielen war die Lieblingsbeschäftigung der Mädchen, Regine Streiche zu spielen. Besonders, wenn die Sommerferien der Mädchen fast vorbei waren und die Langeweile unerträglich schien. Das ist ja so total langweilig. Ich bin doch gar keiner total interessant. Nein, gib mal her. Oh nein, ich gib her, das ist meine Zeitung. Petra war die Anführerin der Mädchen und ließ die anderen ihre Macht auch gerne spüren. Schachmatt. Blöde Kuh. Doch an diesem Tag kam Frau Demnig mit großen Neuigkeiten in den Freizeitraum. So, ihr Lieben. Das ist Manuela, eure neue Mitschülerin hier in Babelsgrund.
Manuela, das sind die anderen, die in den Sommerferien hier geblieben sind. Wo ist denn diese Regine? Ach, da bist du ja, Regine. Sie zeigt dir dein Zimmer, ja? Mach ich, Frau Dennis. Gut. Da kannst du deine Sachen aufräumen. Und die Cynthia ist deine Zimmergenossin. Mhm. Neue Mitschülerinnen waren für die Mädchen, die sich gut kannten, ein gefundenes Fressen. Und so wollte Petra gleich klarstellen, wie es in ihrem Internat ablief. Nimm dich bloß für Regines Nase in Acht. Regines Nase? Petra meint, Regine riecht manchmal Sachen, die es gar nicht gibt. Ja, genau. Das kann ich auch. Ach, auch noch eingebildet? Ich entscheide immer noch selbst, mit wem ich befreundet sein will. Na, das werden wir ja noch sehen. Du, so einfach ist das hier nicht. Ach, kommt, lass doch den Quatsch. Möchtest du jetzt ein Zimmer sehen, Manuela? Ja, das wäre nett. Oh. Ich bin Cynthia von Aspen, deine Zimmergenossin. Du hast Glück. Du brauchst unbedingt modische Beratung. Ach ja? Hm. Schön, dich kennenzulernen. Hm. Ich bin Hilde. Ich werde dir dein Zimmer zeigen. Regine muss nämlich noch die Toiletten sauber machen. Regine, du musst echt das Klo putzen. Boah, das stinkt. Liselotte Hilde, ihr sollt meine Anweisung nicht untergraben. Ihr putzt heute die Toiletten. Klar? Verstanden? Ja. Ja. Boah, dieser Gestank. Jetzt muss ich auch noch dieses Drecksputzen. Das alles haben wir nur Regina zu verdanken. Wenn ich doch wenigstens eine süße Ratte gefunden hätte. Ihr Ratten sind ja wohl ätzend. Dein Plan ging ja wohl echt schief. Was machen wir jetzt? Rache ist süß, sagt Petra immer. Aber du willst doch nicht mehr machen, was Petra sagt. Diesmal entscheide ich, wie wir Regina jetzt auswischen. Hier, schau mal. Diese Perlenkette kam gestern von meinem Papa aus Hongkong. Oh, wie schön. Die muss ja ein Vermögen gekostet haben. Das hat sie auch. Aber lieber wäre ich bei ihm. Er ist Manager in China. Regine, lass doch. Ich kann sehr gerne selber sauber machen. Danke, bin sowieso gleich fertig. Oh. Tut mir leid, ich wollte euch nicht erschrecken. Schon gut, aber mach nicht wieder so viel Lärm. Darf Regine die Kette auch mal tragen? Ich weiß nicht. Na gut, ausnahmsweise. Regine, du darfst die Kette auch mal tragen. Aber sei vorsichtig. Hey, was machst du da? Ich finde sie wunderschön. Hm, ihr Duft. Ich kann das Meer riechen. Du kannst das Meer riechen? Toll. Hey, du sollst sie bewundern, nicht beriechen. Ich hoffe, wir stören nicht. Oh Gott, wie sieht die denn aus? Also das muss ich schon sagen. Die Kette passt prima zu deiner Nase. Gib mir sofort meine Kette wieder zurück. Ich finde, sie steht gut. Geschmackssache. Und jetzt muss ich in die Küche. Da gehörst du auch hin. Ey, habt ihr gesehen, wie sie mit ihrer Nase die Perlen abgeschnüffelt hat? Ja, genau. Fast verschlungen hat sie. Daran hätte sie sich aber ganz schön verschluckt. Apropos verschlucken. Ich hab die Idee. Was denn? Gute Nacht. Hilde erzählte den anderen ihre Idee, Regine eins auszuwischen. Aus der Idee wurde ein Plan. Und so huschten spät in der Nacht
Leise Füße ungehört durch die schlafenden Korridore des Internats. Kettchen! Oh Gott, wo bist du? Kettchen, wo bist du? Hilfe, Diebstahl! Hilfe, Frau Demnig, Hilfe, Hilfe, Frau Demnig, Diebstahl, Hilfe! Was ist denn los, Cynthia? Meine Perlenkette, sie wurde mir gestohlen. Ach so, ich dachte schon, du bist von der Tarantel gestochen worden. Keine Tarantel, Frau Demnig. Man hat mich bestohlen, meine Perlenkette ist weg. Meine schöne Perlenkette ist weg. Frau Demnig? Na? Ich glaube, ich weiß, wer die Perlenkette gestohlen hat. Wer denn? Da kommt doch nur eine in Frage, Frau Demnig. Hast du eben gesagt, oder? Na, und wer? Sie hat gestern die Perlen abgerochen. Fast weggeschnüffelt hat sie die. Ich hab sie nicht, bestimmt nicht. Du lügst, wie du die gestern angehimmelt hast. Ich hab die Kette nicht. Gib's doch zu, du Lügenbold. Na, Lottchen. Stimmt es, Cynthia? Sie hat gesagt, dass sie das Meer riechen kann. Ah, na Regina, wolltest du dir einen kleinen Urlaub am Meer gönnen? Ich hab die Kette nicht, wirklich. Also komm, pappalapapp, du kannst mir nichts erzählen. Entweder die Kette taucht wieder auf oder du schläfst heute Abend im Keller. So sieht's aus. Na, was habe ich gesagt? Die Intrige gegen Regina hatte Erfolg. Während sich die anderen Mädchen über ihren Streich freuten und Regina traurig ihrer täglichen Arbeit nachging, ereignete sich tief im Herzen des Finsterwaldes etwas anderes. Vemin war zum Turm seines Meisters zurückgekehrt und teilte dem Zauberer mit, dass er das Mädchen mit der besonderen Nase gefunden hatte. Bald werde ich frei sein. Nachdem Regine den ganzen Tag überlegt hatte, wie sie ihre Unschuld hätte beweisen können, war sie am Abend schließlich so verzweifelt, dass sie nur einen Ausweg sah. Herein. Ich konnte nicht schlafen. Das Vergissmeinnicht ist für dich. Die Lieblingsblume meiner Eltern. Wir haben eine Gärtnerei zu Hause. Da ist es gut. Meine Eltern leben nicht mehr. Das tut mir leid. Ich wollte nur sagen, dass ich dir glaube, Regine. Danke, aber ich hau ab. Wer ist denn das da auf dem Foto? Meine kleine Schwester, Hannah. Vor ein paar Jahren ist sie im Finsterwald verschwunden. In was für einem Finsterwald? Aber wo willst du hin? Ich gehe in den Finsterwald. Vielleicht finde ich ja mein Schwesterchen wieder. Sei vorsichtig, Regine. Valus Homericus. Mein Guter. Deine Kraft habe ich schon. Das Mädchen werde ich mir auch noch holen. Dich habe ich besiegt. Ja. Warum nicht auch sie? Führ sie mir zu. Boah, ey, wann gibt's denn endlich Frühstück? Ich verdurste. Guten Morgen. Wo stehen die Vasen, bitte? Sollen wir Grünes fressen? Wir sind doch keine Karnickel. In der Küche, im Schrank, links. Boah, ey, ich hab so einen Hunger. Wer möchte Praline? Boah, liebe, ich geb mir Praline. Ich hab vier Wochen Hunger. Guten Morgen, zusammen. Meine Schuhe sind nicht geputzt. Ja, mein Vater kann auch nicht in ungeputzten Schuhen rumlaufen. Passende Bemerkung, Petra. Wo ist denn Regine?
Oh, ich hab Hunger und wenn ich Hunger habe, bin ich unausstehlich. Dann macht ihr euch euer Frühstück eben selbst. Was? Nein. Ja, man kann sich überhaupt auf niemanden mehr verlassen. Frau Demnig. Ja, was ist denn? Regina ist weggelaufen. In den Finsterwald. Was sagst du? In den Finsterwald? Oh nein, wie schrecklich! Sie wollte nicht wieder im Keller übernachten. Das hat sie echt gesagt. Boah, ist die feige. Bin schon dreimal darin gesessen. In dem Wald soll ein schrecklicher Zauberer wohnen. Ja, und Ungeheuer, Hexen und Werwölfe. Was gibt's noch? Mensch, Leute, da soll doch Regines Schwester drin verschwunden sein. Ach so. Ich gehe sie jetzt sofort suchen. Bist du lebensmüde? Kommt überhaupt nicht in Frage. Du bleibst hier. Wir gehen sie alle suchen und ich kümmere mich um die Marschroute. Kommt, wir gehen sofort los. Was, in den Zauberwald? Komm, wir müssen Regine finden. Mit leerem Magen? Na, wer soll denn sonst Frühstück für uns machen? Los, los, packt eure Sachen. In 5 Minuten ist Abmarsch, Leute. Und nehmt Proviant aus der Küche mit. Die ganze Nacht war Regine ziellos durch den Wald gelaufen. Und obwohl ihr die seltsamen Geräusche der Waldbewohner Angst machten, war sie froh, nicht mehr von Frau Demnig herumgescheucht und den Mädchen ausgelacht zu werden. Um sich Mut zu machen, pfiff sie ein Lied, als sie plötzlich einen unbekannten Duft wahrnahm. Den muss ich unbedingt finden. Ja, übergalaktisch. Das ausgerechnet das Mädchen mit der wunderbaren Nase in meinen Wald findet. Vermin, mein guter Vermin. Meister. Hol sie mir, Vermin. Hol sie mir, Vermin. Hol sie mir. Oh nein! Der schreckliche Geruch aus dem Keller! So lieblich schöne Blume. Ich hoffe, ihr kennt euch hier noch aus, oder? Klar, wir kennen uns überall aus. Angstzicken seid ihr. Das alles hätten wir uns auch sparen können. Wie meinst du das, Lotte? Na, du hattest doch die Idee, Hilde. Was soll denn das? Welche Idee? Es war nur ein dummer Scherz, Frau Demnig. Wie jetzt? Habt ihr jetzt etwa meine Kette geklaut? Da hast du sie wieder, Fräulein von Asten. Die ganze Zeit schon hatte ich ein schlechtes Gewissen wegen dir. Ungeheuerlich. Und wegen euch sitze ich jetzt in diesem unheimlichen Wald. Und wer weiß, was mit Regine wegen euch passiert ist. Das wird Konsequenzen haben, sag ich euch.
Ach, vermaledeit! Sie hat die Zauberblume gefunden. Ihre wunderbare Nase hat sie vor uns gerettet. Vermaledeit. Das Spiel ist für uns verloren. Halt! Neue Opfer. Vermin. Ich habe eine neue Aufgabe für dich. Hol sie, Vermin. Da. Hol sie. Also ich bin enttäuscht von euch. Mensch, wie konntet ihr sowas nur machen? Ich verstehe das nicht. Wir werden so etwas nie mehr machen, Frau Demnig. Es tut uns leid. Das glaubt. Was war das denn? Okay, durchhalten! Haltet euch die Reisen abgesichert! Auf nach Babelsbrunn! Wer bist du? Auf! Wir gehen hier! Langsam, langsam! Als Regina aus ihrem Traum erwachte, trug sie ein Amulett um den Hals. Es war der Schutzstein ihrer verstorbenen Mutter, den das Schwesterchen Hannah immer als Talisman getragen hatte. Wo sind wir? Also ihr bringt mich total durcheinander. Der Wald ist verzaubert. Ich mag den Wald überhaupt nicht. Beruhigt euch doch, Kinder. Wo geht's hier raus? War es wirklich diese Richtung? Es ist kalt. Ganz sicher. Seid ihr wirklich sicher? Ganz sicher. Mein Orientierungssinn ist hervorragend. Strategie 100%ig sicher. Von hier sind wir gekommen. Hört ihr auch diese Geräusche? Raus hier. Keine Angst. Es wird alles gut. Da bist du ja. Hemming, fangen Sie mir jetzt. Ja, wunderbar. Jetzt seid ihr machtlos. Ihr Meister wird zufrieden sein. Meister, du kannst jetzt zu ihr zaubern. Und alle in mein Verlies. Mein scheußlicher Vermin. Wie gut du riechst. Na,
überwachst sie, verstanden? Magnum Diamantinoxo. Der Zauberer! Magnum Diamantinoxo. Ich muss sie finden. Wunderbar. Lassen Sie doch ab von dem Mädchen, ich flehe Sie an. Sie sieht doch schon ganz schwach aus. Hören Sie endlich auf. Sie wird noch sehr viel schlechter aussehen und ich dafür umso besser. Nein, bitte nicht. Sie löst sich endlich aus. Als Nächste bist du dran. Ich fühle mich so kraftlos und müde, Lea. Sie lässt sich auf. Die Mörder. Oh nein, ich verschwinde langsam. So helft mir doch. Karin, bleib hier. Das darf doch nicht sein. Komm. Karin, das darf nicht sein. Nein. Hey, holen Sie Ihr Tier zurück. Der wird mir langsam unheimlich. Er wirkt irgendwie so hungrig. Regine, lauf, wir sind des Todes. Hey, wir lösen uns alle auf. Wir lösen uns hier Luft auf. Los, Regine, mach das weg. Komm, schnell. Schnell, weg. Wir bringen uns um. Schnell, bitte. Wer wagt es? Du. Das ist gut, du bist gleich in die Nächste. Lemon! Noctus Oribus. Das Amulett. Bleib in das! Das Amulett! Kaum war der böse Zauberer mit seinem fürchterlichen Geschöpf verschwunden, war auch der Fluch, der über dem gesamten Finsterwald lag, gebrochen. Selbst tief im Wald, auf einer einsamen Lichtung, ereignete sich etwas Wunderbares. Auch Karin erholte sich langsam wieder von der Magie des Zauberers. Gemacht, Regine. Zurück in Babelsgrund kochte Regine für alle ein großes, leckeres Mahl, das von den hungrigen Mädchen bis auf den letzten Teller gegessen wurde. Du solltest heute aber auch
Das war gut. Hat lecker geschmeckt. Danke. Woher kannst du so gut kochen? Doch etwas war anders als sonst. Die Mädchen sprangen nicht auf und rannten ohne ein Wort zu ihren Spielsachen und Zeitschriften. Du, Regina? Also eigentlich hast du eine ganz schöne Nase. Ja, ich weiß. Finde ich auch. Finde ich auch. Ja, das stimmt. Von diesem Tag an wurden Regine keine Streiche mehr gespielt. Alle halfen ihr bei den Hausarbeiten und sie musste nie wieder im Keller übernachten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.